Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule und möchte Ihnen mit diesem Video ein paar Grundlagen zum Begriff des Staates beibringen. Dieses Video soll Teil einer Serie werden, die ich zur Vorbereitung der Klausur im Modul Verfassungs- und Verwaltungsrecht machen möchte. Hoffentlich hilft das aber auch anderen Studierenden außerhalb der FOM, sich mit den Grundlagen dieses spannenden Rechtsgebiets vertraut zu machen. Ich benutze für die Videos immer Mindmaps. Sie können hier die Mindmap im Hintergrund schon sehen. Die Studierenden der FOM können diese Mindmap über den Online-Campus herunterladen. Für alle anderen werde ich einen Link unter dem YouTube-Video bereitstellen. Gut, nach dieser Vorrede lassen Sie uns auch schon gleich zur Sache kommen. Der Begriff des Staates, den habe ich hier in drei Komponenten zerlegt, nämlich einmal die Frage, was ist überhaupt ein Staat, Staatsbegriff. Dann werden wir uns mit verschiedenen Staatsformen beschäftigen und zum Schluss mal konkret angucken, Staatsprinzipien, Strukturprinzipien der Bundesrepublik Deutschland, die sogenannte verfassungsmäßige Ordnung. Fangen wir mit dem Staatsbegriff an, die Drei-Elementen-Lehre. Es gibt, das ist die klassische Definition des Staates, nämlich Staat liegt dann vor, wenn ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt, die Staatsgewalt gegeben sind. Staatsgebiet bedeutet ein begrenztes Territorium, auf das, dem sich der Staat befindet. Staatsvolk ist meist dann in der Verfassung definiert, wer Mitglied dieses Staatsvolks ist. Also in Deutschland gilt nach 116 Grundgesetz das Abstammungsprinzip, das heißt, Deutscher ist, wer deutsche Vorfahren hat. In den USA ist das anders. In den USA gilt als US-Amerikaner, wer auf US-amerikanischem Boden legal geboren wurde. Der dritte Punkt, Staatsgewalt, ist auch nochmal kritisch, denn manchmal kann es ja sein, dass Staaten eben über ihr Staatsgebiet nicht die Staatsgewalt ausüben. Dann fangen die Bedenken an, ob ein Staat vorliegt. Also Staatsgewalt bedeutet, dass der Staat tatsächlich auch in der Lage ist, über sein Staatsgebiet Staatsgewalt auszuüben. Ja, Staatsformen gibt es verschiedene. Ich habe hier einige aufgeführt, die wichtigsten. Wobei, fangen wir mal mit dem Staatenbund an. Das ist eigentlich gar kein Staat. Der Staatenbund, das ist hier der zweite Begriff, zeichnet eigentlich nur einen vertraglichen Zusammenschluss verschiedener Staaten, die aber weiterhin selbstständig sind. Zum Beispiel der Völkerbund früher oder heute die UNO. Der nächste Begriff, Bundesstaat. Das ist dann ein klassischer Staat. Ein Bundesstaat zeichnet sich dadurch aus, dass er aus Teilstaaten besteht, die selbst Staatsqualität haben und eben dem Bund, einem Bundesstaat. Beispiele dafür die Bundesrepublik Deutschland und die USA. Der Gegenbegriff zum Bundesstaat ist der Einheitsstaat. Beispiele für Einheitsstaaten sind Frankreich, Spanien und Italien. Im Einheitsstaat ist es so, dass tatsächlich nur der Zentralstaat Staatsqualität hat und so Unterorganisationen oder Regierungsbezirke, Departements oder Regionen oder wie auch man immer Untereinheiten, Verwaltungseinheiten dieses Staats nennt, keine eigene Staatsqualität haben. Bleibt noch ein letzter Begriff, der Staatenverbund. Den Begriff hat man extra für die EU erfunden, weil man die EU ja noch kein Bundesstaat ist, aber auch kein Staatenbund mehr. Die EU hat zwar eigene Exekutivgewalt über die Kommission und auch Legislativgewalt, trotzdem hat man noch nicht den politischen Willen, die EU als Bundesstaat zu bezeichnen. Deswegen hat man sich einen neuen Begriff ausgedacht, nämlich den Begriff Staatenverbund für die Europäische Union. Ja, wenden wir uns dann dem nächsten Teil der Mindmap zu und hier wollen wir die Strukturprinzipien des Grundgesetzes besprechen, also konkret mal für Deutschland angucken, was sind eigentlich die Strukturprinzipien, die sogenannte verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Wie Sie schon an der Mindmap erkennen können, gibt es einige Prinzipien, die sich im Wesentlichen aus Artikel 20 Grundgesetz ergeben. Die Vorschrift ist so wichtig, dass ich sie Ihnen hier auch gerne nochmal einblende. Generell ist es so, dass ich Ihnen sehr empfehle, dass Sie die zitierten Vorschriften auch mitlesen, das heißt, Sie sich ein Gesetz daneben legen, wenn Sie die Videos gucken und auch immer wieder im Gesetz nachlesen. Das sagt Ihnen wahrscheinlich jeder juristische Dozent. Es fällt uns Dozenten auch schwer, immer wieder ins Gesetz zu gucken, aber ich kann Ihnen aus langjähriger Erfahrung sagen, dass es wirklich, wirklich wichtig ist. Also Artikel 20 Absatz 1, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und Artikel 20 Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
Man kann allein aus diesen zwei Sätzen schon eine Reihe der Strukturprinzipien herausarbeiten. Gehen wir mal zurück zur Mindmap. Zum Beispiel die Bundesrepublik zeigt, dass Deutschland eine Republik ist. Das heißt, wie definiert man Republik? Republik bedeutet, dass das Staatsoberhaupt nicht durch Erbfolge, wie in der Monarchie bestimmt wird, sondern durch Wahl. In Deutschland ist das konkret in Artikel 54 Grundgesetz geregelt. Lesen Sie bitte das dann im Anschluss nochmal nach. Der Bundespräsident. Deutschland ist auch eine Demokratie. Demokratie bedeutet, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, siehe Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Und das kann durch Wahlen und Abstimmungen erfolgen. Wahlen bedeutet, dass das Volk Personen wählt, die dann für das Volk die Staatsgewalt ausüben, während bei Abstimmungen das Volk selbst in Abstimmungen inhaltliche Fragen entscheidet. Also man kann auch zwischen repräsentativer durch Wahlen und unmittelbarer Demokratie durch Abstimmungen unterscheiden. In der Bundesrepublik haben wir eindeutig einen Schwerpunkt auf repräsentativen Demokratie. Volksabstimmungen sind nur in sehr wenigen Fällen vorgesehen. Ich habe Ihnen hier mal zwei aufgeführt, Artikel 29 und 118a Grundgesetz. Da geht es um die Neugliederung des Bundesgebietes. Das sind aber Ausnahmefälle. Normalerweise ist in Deutschland Demokratie repräsentativ auf der Bundesebene. Dann haben wir die Bundesrepublik Deutschland als Bundesstaat. Den Begriff habe ich Ihnen ja schon am Anfang erläutert. Das bedeutet, originäre Staatsgewalt hat sowohl der Bund als auch die Bundesländer. In Klausuren häufig wichtig der Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens, der auch aus dem Bundesstaatsprinzip hergeleitet wird. Beim Bundesstaat ist es ja so, dass sich die Länder und der Bund die Staatsgewalt teilen müssen. Das heißt, sowohl bei der Gesetzgebung als auch bei der Verwaltung haben Bund und Länder unterschiedliche Aufgaben und Kompetenzen, die aber nicht so scharf getrennt sind, dass die sich nicht so ein bisschen ins Gehege kommen können. Oft ist es auch so, dass die Länder die Bundesgesetze ausführen müssen. Also beide sind auf Kooperation angewiesen und deswegen gibt es diesen wichtigen Grundsatz, der in beide Richtungen gilt. Also gegen den Wortlaut müssen sich nicht nur die Länder bundesfreundlich verhalten, sondern auch der Bund muss sich im Zweifel länderfreundlich verhalten. Wenn in der Klausur ein Streit zwischen Bund und Ländern vorkommt, dann ist es häufig so, dass man auf diesen Grundsatz Bezug nehmen muss. Weiter gilt das Sozialstaatsprinzip. Das heißt, daraus lässt sich kein subjektives Recht herleiten von Einzelnen, aber ein Handlungsauftrag an den Gesetzgeber, nämlich jedem Menschen in der Bundesrepublik ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Das hat dann auch viel mit Artikel 1 Grundgesetz zu tun, das werden wir dann da auch nochmal sehen, Existenzminimum. Aber wie gesagt, der Artikel 20 Absatz 1 selbst ist keine Rechtsgrundlage, auf die sich der einzelne Bürger berufen kann. Ein weiteres wichtiges Prinzip ist das Rechtsstaatsprinzip, das sich aus Artikel 20 Absatz 3, 2, 28 Absatz 1 Grundgesetz daraus hergeleitet wird. Wie Sie sehen, habe ich da eine eigene Mindmap zugemacht. Das nächste Video wird sich ausschließlich mit dem Rechtsstaatsprinzip beschäftigen. Es ist ein bisschen komplizierter, hat verschiedene Komponenten. Deswegen möchte ich das in einem eigenen Video behandeln. Sie können sich aber gerne schon zur Vorbereitung mal Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz durchlesen. In diesem Video möchte ich Ihnen noch bloß die Ewigkeitsgarantie vorstellen. Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Das ist auch im Anschluss an die Erfahrungen der Weimarer Republik gemacht worden. Artikel 79 Absatz 3 verhindert, selbst durch verfassungsändernde Mehrheit, Artikel 20 und Artikel 1 des Grundgesetzes zu ändern. Das heißt, die sind änderungsfest. Deswegen Ewigkeitsgarantie. Das heißt, die Prinzipien, die wir gerade besprochen haben, können selbst durch eine verfassungsändernde Mehrheit nicht geändert werden. Also wenn man die wirklich abschaffen wollte, dann müsste man die Bundesrepublik Deutschland auflösen und irgendeinen neuen Staat gründen. Aber innerhalb der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Prinzipien, die wir gerade besprochen haben, nicht schaffen. Ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben ein bisschen was gelernt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.